Nächste Kampfrunde. Rafim möchte. Ja, Rafim, kannst vorziehen, wenn du willst. Durchkämpfen. Kaufen. 14, gelungen. 2, 1 sind einmal 3. Und einmal 4 sind 3, sind 2 Schadenspunkte. Dann möchte ich vorziehen. Ihr könnt auch erkennen, Rafims Schläge prasseln immer und immer wieder auf ihn ein. Sein Körper ist merkwürdig schlaksig, dünn, dürr. Normalerweise könnte er eine solche Kraft oder solche Hiebe nicht einstecken, aber in dieser Globule oder in diesem Traum läuft das wohl alles ein bisschen anders. Wenn jetzt doch nur Abel mir hier wäre, aber der ist natürlich schon gestorben. Fühlt sich an, als ob er vor Monaten verrottet und verwest wäre. Und ich fange an mit 1, 2 auf Rafim. Muss gerade mal gucken, die 15. Ja, mit der 15 getroffen. Ich habe 18 nicht nicht pariert. pariert, dann bekommst du die Pranke. Sind 10 Trefferpunkte. Dann falle ich um. Bist du tot? Gut. Letzte Chance von Ture. Brett- und Kartenspielprobe von mir. Oh, die ist gut. Ja, nachdem Rafim aufgeschnitten worden ist von dieser Tentakelpeitsche und seinen Fleisch in mehreren Streben dann dort offen klafft, kann er sich jetzt ganz auf das Brett- und Kartenspiel neben dir konzentrieren. Möchtest du noch einmal irgendwas benutzen? Ja, ich möchte bitte. Er kann jetzt drei Würfel drehen. Kann jetzt. Oh, fuck. Mit dem Glückssegen nochmal probieren, das halt komplett lackabhängig, aber was Besseres hast du, glaube ich, nicht. Ja, ich könnte aber noch ein Mirakel versuchen, ne? Warum? Also Brett- und Kartenspiel-Mirakel bei Swafni ist, glaube ich, drin, oder? Ja, das ist ein. Warte mal. Das müsste Könnte ein Mirakel eigentlich. Plus sein, ja. So kann ich mir auch wohl vorstellen. Also wenn nicht bei Fex, dann auf alle Fälle bei Swafni, ja klar. Drei, Ja, zwei. ich würfel und mach vorher das. Rufe vorher Swafnir persönlich an. Swafnir, gib mir für diesen Kraft, für diesen Wurf Kraft. Es geht um die Seele eines Kindes der 12 Götter. Es geht um die Seele eines Wesens. Es geht darum, diese Welt zu verlassen. Es geht darum, dass das Gute nicht verliert. Und deswegen lege ich meine karmatische Kraft dort rein, meine Seele. Ich glaube ganz fest daran an den Willenswaffen und Würfel. Ja, währenddessen hörst du immer noch das Röcheln, das Keuchen nach Luft von Voltura, von Shania, wie sie dort hängt an diesem Baum. 13, 12, 15. Trockenes Husten. Das ist ausgesprochen knapp gelungen. Ja, dann bekommst du wie viele Punkte dazu? Sternchen plus 5 auf die Brett- und Kartenspielprobe, glaube ich. Das kann sein, dass das in DSA 4 anders ist. Bei uns würde ich, weil ich Mirakel Macht habe, plus 3 auf die Fertigkeitspunkte, auf die Fertigkeitsprobe Dann machen wir das Brett und so. Glück. Ja, nehmen wir so. Brett- und Kartenspiel. Gut, dann würfel ich jetzt Brett- und Kartenspiel. Genau, kannst Ah, die brauchst du aber auch. Ja, oh ja. Ich mach's heute spannend. Ist aber gelungen. Ja, Ja, ist gelungen. mit wie viel Sternchen oder mit wie viel Erfolgsgraden? Erfolgsgrad 1. Das habe Eins. ich habe nur 1 hinkriegen können, die 20 hat mich sämtliche Punkte gekostet. Ja. Ja, dann würfel deine 5 W6. 21. Okay, er dreht drei Würfel, und zwar die 1 auf die 2, die 2 auf die 3 und die 3 auf die 4. Reicht trotzdem nicht. Damit verursachst du 11 Trefferpunkte an ihm.
Und du siehst, wie er nach der gewürfelten, nachdem du den Würfel abgehoben hast, oder den Würfelbecher abgehoben hast, siehst du, wie er zerspringt und sein Körper sich in einen blutigen Schleim auflöst. Rafim ist tot, Abemir liegt mit seinem ausgebrannten Auge daneben. Ich drehe mich um zu Shania. Hängt da immer noch am Baum und röchelt um Luft. Scheint dir wohl mittlerweile nicht mehr zu gefallen. Ich würde sie an ihren Beinen greifen und hochheben wollen, sodass ihr Leib nicht mehr den Zug verursacht um ihren Hals. Ja, und dann? Erst einmal, dass sie kurz Luft finden kriegt. Und dann gucke ich mir die Schlinge an. Kann ich sie aus dieser Schlinge rausheben irgendwie? Ist das lose drumherum oder ist das ein richtiger Knoten? Ja, es ist so ein Leder-Halsband, Armreif. Es ist so ein Lederband, was um ihren Hals geschnürt worden ist und was ihr dann die Luft rauszieht, wenn sie dann runterhängt. Hinten mit so einem kleinen goldenen Ring drumherum hängt sie da an diesem Baum dran. Goldener Ring, der Spieler, der zersprungen ist, hat der irgendwas bei sich gehabt? Ein Ring, Schlüssel, irgendwas, was ebenfalls dieselbe Färblichkeit aufweist wie dieser Ring? Also du kannst dich ein bisschen umgucken, du findest allerlei, nicht nur Sexspielzeug, sondern auch Folterinstrument, wenn du dich umsiehst. Er selber hatte sowas nicht dabei, aber es gibt hier verschiedene andere Sachen, die dich ekelhaft stören. Finde ich irgendwas, was hier eindeutig nicht hingehört, außer die Leichen von Abelmir und Rafim. Meine Wenigkeit. Nee. Gut, dann ist hier ein Messer oder so. Ja, klar. Gut, dann greife ich nach einem Messer. Ich lasse vorsichtig den Leib von Shania wieder herab, sodass der natürlich jetzt wieder gewürgt wird, aber dann würde ich den Baum erklettern. Hinklettern wollen und die Schlinge durchschneiden. Die Reise zurück nach Punin wird lang, aber irgendwann stehst du wieder in dem Tempel, schlägst die Augen auf. Neben dir Abelmir und Rafim. Allerdings blutet Rafim aus vielen kleinen, zahlreichen Wunden. Rafim, du verlierst die Hälfte deiner Lebenspunkte. Wie viel hast du maximal? 29? 29, das war die 15. 15, die du verlierst. Uru, du weißt nicht genau, wie du hier hingekommen bist, aber schlägst gerade die Augen auf, als du dann erwachst. Boah, was zum... Wer ist... Welche Otter ist gerade durch meinen Kopf durchgefahren? Und hat dort Kreise gezogen. Ich wisch mir so ein bisschen über den Mund, guck nach, ob ich vielleicht tatsächlich Blut gespuckt haben sollte. Ich muss gerade gucken, die Realitätsdichte für dich, wie viele Lebenspunkte hast du verloren? Insgesamt 21. 21, also die Hälfte davon sind 11. 11 Trefferpunkte, die du echt bekommst. Echter Schaden. Dann habe ich tatsächlich ein bisschen Blut im Mund. Wisch mir den ab. Abelmir, Rafim, geht es euch gut? Gut ist was anderes. Ja. Was war denn das? Das war eine schreckliche Vision, Danin. Hast du noch ein Auge? Dir geht's gut. Also, du hast zwar mitbekommen, wie jemand dir eine Zigarre heiß brennt ins Auge gedrückt hast, aber in dem Moment hast du dich direkt aus dem Traum gelöst und bist dann ohne Schadenspunkte wieder neben dem Golgariten erwacht. Wie viel? Innerlich ein Stein vom Herzen und bin erleichtert, aber guck natürlich auch besorgt zu den beiden anderen. Ihr seht nicht gut. Was ist mit der Bakterin? Gute Frage. Shania? Ja. Danke, dass ihr mir geholfen habt. Es fühlte sich so echt an. Viel zu echt, ja. Das kann ich wohl unterschreiben. Alles Blut. Es fühlte sich an, als ob irgendjemand auf meiner Brust sitzt und mich nach unten drückt und ich konnte mich nicht bewegen. Unten kommt hoch. Ich helfe hier hoch.
Und guck mal gleichzeitig nach ihrer Wunde am Rücken. Ja, die Wunde ist wohl immer noch da. Ein Dämonenmal, was verwachsen könnte. Aber ihr wisst ja mittlerweile darum, wie mit ehemaligen Paktierern umgegangen wird. Ich würde sie noch wahrscheinlich auf die Marmorbank setzen und den anderen beiden hochhelfen, so sie es nicht selber tun. Ihr könnt die nächsten Stunden ausharren. Ja. Auch Rafim erteile ich erstmal einen kleinen Heilsegen, bevor ich mich selber versorge. Das heißt, das sollte oberflächlich deine Wunden zumindest abdecken, einen Lebenspunkt. Danke. Gerne. Jetzt haben wir auch schon gemeinsam Blut vergossen. Es fehlt nicht mehr viel und dann sind wir Waffenbrüder. Aua, das ist daneben. Oh, ja. Ich sollte weniger lachen. Und dann gehe ich rüber zu Shania, lege ihr einmal die Hand auf die Schulter und sage: Willkommen zurück unter den Gläubigen der Zwölfer. Sie nickt nur, im Mund ist ein bisschen trocken. Dagegen mit dem Wein ankämpfen und schweigend dort sitzen. Die Stunden vergehen und nach einer Frist von den 24 seid ihr euch sicher, dass ihre Seele wohl frei ist. Dass sie den Kampf gewonnen hat. Zwei Angriffe nur, die es gab, aber diese Seele war zumindest Belkel wichtig genug, dass man Agenten schickt. Oder irgendetwas schickt. Die Erfahrungen, die ihr gemacht habt, sind sehr eindringlich und werden euch lange begleiten. Gefangen in einem Traum der Belkel. Die Raya-Kirche wird dann nach dem Ablauf ein Gemisch fertigstellen. Es gibt keinen Tod durch das Schwert, durch das Verbrennen oder durch das lebendige Vergraben, sondern ihr wird ein Sud gekocht aus Schierlingsbecher, aus Mohn, aus Tollkirsche und aus Ingrimglöckchen, aus Eisenhut. Euch ist bekannt, dass diese Pflanzen tödlich sind. Der Kelch wird gereicht und sie nimmt ihn an. Bevor sie ihn trinken kann. Hole ich alle, die sie begleitet haben auf die letzten 24 Stunden zusammen. Hole euch alle zusammen, sodass wir einen Kreis um sie herum bilden können. Und ich spreche noch einige kurze Worte auf Torwalsch. Und wende mich dann ihr zu und sage: Möge der Rabe dich gut über das Nirgendmeer bringen. Nicke dabei dem Golgariten einmal zu. Und nicke dann Shania zu, dass sie, wenn sie trinken möchte, dass sie das tun kann. Schaut vorher nochmal zu Abelmir. Ihr habt recht getan, euch von diesem Pfad abzuwenden. Ihr müsst nun vor Rethon Richterstuhl sitzen. Bedingt, was ihr ihm berichten wollt. Eure Taten zählen schwer. Er wird euch richten, aber er ist gerecht. Lügt nicht, sprecht die Wahrheit. Und nun trinkt. Und sie schaut vorher noch zu Rafim. Grüßt die Götter von mir, falls ihr sie treffen solltet. Ich glaube ja, ihr seid tief gefallen, aber ganz egal wie tief man fällt, man kann sich immer wieder aus der eigenen Scheiße rausgraben. Habt ihr hier heute gezeigt. Wir haben dafür Blut vergossen. Und lass es nicht umsonst gewesen sein. Und so wird Vultura, ihr richtiger Name Shania, von dem Kelch trinken und sich auf die Bank niedersetzen. Er hat den Pokal mittlerweile komplett ausgetrunken und wartet auf den Tod. Währenddessen wird Flamingo zum letzten Vortrag kommen.
Wie ein Rebstock windet sich wilder Wein den Stiel des Kelches hinauf, als sei er gewachsen. Nicht von der Hand eines Meisterschmiedes geschaffen. So lebendig wirkt das Laub, so filigran sind die Blätter geformt und so willkürlich scheinen die glänzenden, dunklen Trauben, dass man kaum glauben mag, dass der Kelch in der Wahrheit aus kühlem Gold und violettem Amethyst gefertigt ist. Aber viel wundersamer noch als seine Erscheinung ist, was er dank seiner göttlichen Eigenschaften vermag. Alles, was du hineingießt, verwandelt sich auf wundersame Weise in göttlichen Tarf. Und so kann stets ein der Göttin gefälliges Fest gefeiert werden, wann immer einer ihrer Diener den heiligen Kelch herbeiruft, um die Gläubigen von ihrer Gabe kosten zu lassen. Selbst giftiger Drachenodem und ätzendes Vitriol vermag dem Heiligsten unserer Kirche nichts anzuhaben. Doch hüte dich davor, nicht das Edelste preiszugeben, was dir zur Verfügung steht. Selbst eine liebliche Herrin wie die unsere mag es leichter als Frevel auffassen, wenn du ihr einen gut gekelterten Wein versagst, nur um deine Neugier zu befriedigen. Damit rutscht der Körper von Shania nach hinten und sie ist tot.